ein Steinkreis. Die Gelehrten streiten sich bis heute darüber, ob sie einst Versammlungsort oder Begräbnisstätte waren. Und was denkst du? Ich denke, sie sollten weiter streiten. Ja, gut. Au. Ah, relativ viele Viecher hier, die im Weg sind. Au. Na komm. Autsch. Quasi, ja. Ah, eine Jägerwurzel. War das nicht mal Druidenscherling oder so? So, dann hauen wir euch mal platt. Komm, weg mit dir. Lässt du mir hier meinen Horas in Ruhe? Pling. So, dann her mal mit eurem Zeug, das ihr noch übrig gelassen habt. Kling, kling. Gut, die haben wir auch schon geplündert. War da hinten denn nicht noch gerade irgendwas? Nö, okay. Alles klar, nichts versteckt. Das heißt, wir gehen mal weiter auf die Suche nach der guten Dame. Die sollte sich ja dann da hinten irgendwo befinden. Wahrscheinlich bei den Kobolden oder bei dem Gürteltier. Ich denke, das Gürteltier war der Drahtzieher hinter allem. Die Viecher gibt es wirklich überall. Na komm, lass mal angreifen hier. Da guck mal, kann ich auch. Guck mal, ich habe jetzt zwei platt gemacht in der Zeit, wo du einen platt machst. Aber gut. Können ja nicht alle Begleiter so gut sein wie unser Herr Freund Bones. Der ist halt echt so ein Allrounder. Er kann heilen, er kann gut kämpfen. Die anderen können halt immer nur eins von beiden. Anständig. Bleib mir ja vom Leib. Ich warne dich. Keine Angst, ich tu dir nichts. Du bist keiner von diesen Dingern? Nein. Und du willst mich auch nicht umbringen? Nein. Oh, gut. Kannst du mich hier wegbringen? Was ist dir passiert? Unser Hof wurde in der Nacht von so einem riesigen Biest überfallen. Es hat entsetzlich gestunken und furchtbare Laute von sich gegeben. Man könnte glatt meinen, du redest von Captain Stahlbart. Was? Nein. Also jedenfalls konnte ich fliehen, als das Ding den armen Semion gepackt hat. Und seitdem sitze ich hier und traue mich alleine nicht mehr weg.
Ich bring dich in Sicherheit. Tausendfachen Dank. Meinst du, wir schaffen es bis zur Taverne? Keine Sorge. Kümmer du dich nur darum, dass deine Beine nicht einschlafen. Na dann los. Juhu. Wir können jemanden eskortieren. Wir haben hier aber auch nichts mehr zum Mitnehmen. Nichts versteckt hier, die Dame. Schade. Eigentlich. Aber gut, dann rennen wir mal runter zur Taverne. Und geben das Zeug ab. Sprich die Magd. Können wir gerade hier nochmal durchgucken, ob es da irgendwas Schönes gäbe. Ah, hier kommen wir hin, okay. Eine Abkürzung. Na, das machen wir gleich. Erstmal gebe ich die andere Quest noch ab. Das ist ja gerade hier um die Ecke. Das bietet sich ja an. Da gehe ich nicht hin. Na gut, dann halt nicht. Dann können wir dich gleich nochmal holen. Wir kommen, um dich zu holen. Hier, mehr war von deinen Gefährten nicht zu retten. Danke. Dann lass uns ihre Überreste mal unter die Erde schaffen. Ihr habt gut gekämpft, Brüder. Und ihr werdet nicht vergessen. Ruht in Frieden. Was können wir Menschen gegen so viel Tod und Verderben noch ausrichten? Reiß dich zusammen, du lebst ja noch. Du hast leicht reden. Sind ja nicht deine Freunde, die da beerdigt liegen. Nein, aber wenn sie es wären, wüsste ich schon, mit wem ich abrechnen würde. Weißt du was? Du hast recht. Ich werde meine Freunde rächen. Jetzt verstehen wir uns. Gut, ich kehre zurück zur Zitadelle. Wir sehen uns. Guter Mann. Dann gehen wir die Dame noch mal einsammeln. Dann bringen wir die noch zur Taverne und dann... es scheint auch Nacht zu sein. Können wir die Nachtwanderung ja noch machen. Bin wieder da. Na komm, das ist schön. Da freuen wir uns alle. Können wir da eigentlich gerade mal Bescheid sagen hier? Oder ist der schon weitergezogen? Nö, gerade keiner da. Na gut, dann mal ab. Einen Pilz noch eingesammelt. Dann können wir uns gleich wieder reinpfeifen. Und dann geht's wieder zurück zur Taverne. Dürfte ja, glaube ich, nicht so lange sein, der Weg. Ne, da unten haben wir sie schon. Gut. Sehr schön, sehr schön. Oder war das die Zitadelle? Der Geruch von geschlachtetem Vieh ist in der Luft. Dann ist es nicht mehr weit. Wenn es ja, was zu wahrscheinlich gab, haben wir beim Schlachthof immer unsere Wurst bekommen. Jetzt gibt es nur noch eine Feier. Eine Trauerfeier. Da steht wohl jemand auf Wurst, ne? Ohne dich hätte ich es niemals bis hierhin geschafft. Ach was, jetzt ruh dich erstmal aus. Danke dir, Fremder. Bitte berichte dem Dämonenjäger Fenn, dass es mir nun gut geht. Er war immer ein treuer Freund unseres Hofes. Er soll sich keine Sorgen machen müssen. Jep, kein Problem. So, Mason? Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los.
Gut, ist wohl immer noch nicht Nacht. Also wie gesagt, es ist hier irgendwie, ja. Es ist hier eh relativ immer gleich hell, von daher... Ach okay, jetzt können wir hier aber mal eine Runde saufen. Machen wir das doch mal. Lass uns um die Wette trinken. Endlich ein Herausforderer. Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hinterzimmer umsonst Quartier beziehen. Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlafplatz. Los geht's. Dann mal los. Gut. Das ging gut. Freut mich. Junge, hast du einen Zug drauf. Respekt. Und da du unser kleines Spiel gewonnen hast, kannst du hier deinen Rausch ausschlafen, wann immer du willst. Ich werde dir nichts berechnen. Super, dann gehen wir mal zur Truhe. Okay, hier sollen wir wohl nicht rein. Hau schon ab! Wer sag mal, bist du eigentlich? Ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Hier will wohl jeder was zu trinken von mir. Ist es ein Wunder? Hat ja auch kaum einer Kohle. Also kriege ich jetzt meinen Fusel oder nicht? Hier, eine Flasche weniger bringt mich nicht um. Danke. Besser als das Abwasser der Spelunke. Den Mist, den der Wirt mir serviert hat, kannst du ja kaum trinken. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. Da bin ich aber erleichtert, dass jemand wie du nicht vorhat, den Wächtern beizutreten. Wächter? Nee, lass mal. Da müsste ich ja nach Taranis segeln. Ich haue lieber hier ein paar Leuten was auf die Fresse. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Typen aufs Maul zu hauen kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen. Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Ach, und was soll ich dann machen? Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Ja, dann mach du mal. So, können wir uns da reinschleichen? Das geht doch schon etwas besser. So, Steinchen noch mitgenommen. Das wär's dann erstmal, wie es scheint. Jawohl. Gut, gut. Dann schauen wir mal wegen dem Hinterzimmer. Zack, zack, zack. Auch hier haben wir noch ein bisschen was zu mitnehmen. Das ist gut. Hocker, hocker, hocker. Noch so ein Kristall. So. Hier ist von einer Tatze die Rede. Die habe ich schon. Gut. So, nehmen wir. Nehmen wir. War das jetzt hier schon alles? Aber gut, ich meine, wir haben halt ein Trinkspiel gewonnen. Oh, da ist noch ein wenig Gold in der Waschsache da drin. Ja, ich glaube, sonst kann ich ja nichts Hinterzimmeriges entdecken. Was soll das?
Warum schleichst du hier rum? Nur so, nur so. Gut, dann sagen wir gerade noch dem Finn Bescheid. Was ist denn gerade noch aktiviert? Okay. Das müssen wir auch noch machen. So, nochmal zurück zu dem Herrn Finn. Mal gucken, ob da oben noch mal irgend so ein Portal ist. Ach, guck mal. Wo kommst du denn hier? Da hatte wohl einer Landurlaub. Ein paar Scavenger zerlegt. Ach, wer bist du? Mit dem wir auch noch nicht geredet. Bran. Der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Klingt nicht schlecht. Sehr schön. Macht 250 Goldmünzen. Klingt gut. Für den Preis würde ich das Schwein mitnehmen. Na, so wie du aussiehst, kannst du damit gar nichts anfangen. Pass auf, ich schlachte es dir und dann bekommst du 20 Fleischbündel Proviant. Kostet dann allerdings 400 Gold für alles. Es ist ein guter Preis. So gut bin ich auch nicht. Ich komme darauf zurück. Dir fehlt's wohl an Gold? Komm wieder, wenn du genug dabei hast. So ein Spitzenangebot wirst du dir doch wohl nicht entgehen lassen wollen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Okay, was können wir denn machen, dass wir unser Einschüchtern noch hochbringen? Wo haben wir das denn überhaupt gerade? Ah, wir können auch wieder steigern. Sogar ordentlich steigern, das ist schön. Dann erstmal da und da. Dann wird es weiter gesammelt. Ich glaube, das dauert aber noch ein bisschen, bis wir da was machen können dann. Aber wir können ja mal hier reinschauen. Ja, das lohnt sich mal wieder. Leise Versprechen ist kein Zauberbuch in wissenschaftlicher Hinsicht. Es hat die Macht, Menschen zu manipulieren. Heute liegt es bei der Magiergilde von Taranis. Sehr interessant. Messer, Gabel, Krug und so weiter. Was hast du denn in deiner Truhe da drin? Wenig schmackhafter Schinken. Und ein totes Gürteltier, warum das auch immer hier rumläuft. Okay, wir müssen ihm jetzt auch das Geld bezahlen, sehe ich gerade.
Na komm, hol das Fleisch daraus. Hol das Fleisch daraus, danke. Na, warum eigentlich nicht? Hier hast du dein Gold. Sehr schön. Dann kann ich heute auch früher Feierabend machen. Was ist jetzt mit dem Schwein? Ja, warte einen Moment. So, hier hast du die Ware. 1A Qualität, das schwöre ich. Danke. Ob es das gelohnt hat, keine Ahnung, aber wir haben zumindest mal Ruhm mitgenommen bei der Aktion. Könnt die ganzen Schweine ja auch noch erledigen. Hey, hallo Logan. Was ist? Ich sehe mich nur um. Aber sicher doch. Und wenn du fertig bist, ist unser Fleischvorrat weg und ich muss Überstunden schieben. Von wegen. Also komme nicht so. Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Du ich auch nicht. Warum auch? Haben kaum eine Münze in der Tasche und wenn's doch so sein sollte, ist die bestimmt nicht ehrlich verdient. Nee, bleib mir weg mit dem Pack. Dich beklaut schon keiner. Du hast leicht reden, du musst... Moment mal! Versuchst du mich zu bestehlen? Ach was. Was du auch vorhast, vergiss es. Mich legt man nicht so leicht aufs Kreuz. So, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, ich hab noch zu tun. Bewachst du hier den Hof? Sehe ich so aus? Meine Aufgabe besteht darin, die Schweine zu füttern. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich den Mist wegschippen, den sie gefressen haben. Alles Scheiße. Der Kerl riecht wirklich etwas streng. Arsch. Oh. So. Truhe öffnen. Ja, sieht auch gut aus. Kann man mitnehmen. Genau wie diesen Pilz. Dann schaue ich gerade, ob hier draußen noch irgendwas gewachsen ist. Schlangenwurz zum Beispiel. Und dann geht es jetzt endlich mal nach unten. Beziehungsweise hier rüber und wieder zu Fenn. Ich sehe es ja kommen, dass der wieder zu den Dings zurückgelaufen ist, zu den Magiern, oder? Was haben wir denn? Logbuch? Bauernopfer. Nee, ist er nicht. Der ist noch da oben. Gut. Dann muss der mal sterben. Dieser Scavenger. Die anderen auch. Weil sie mich gerade nerven. Also das heißt nerven beim Angreifen stören. Komm, danke. Na komm her. Oh, wo kommst du denn auf einmal her? Wo ist Huras? Da. So, warten wir wieder, bis die Akku nicht mehr auf uns liegt und dann können wir wieder gemütlich hier draufhauen. Ich habe eine Bombe? Was für eine Bombe? Was hast du denn schon wieder vor? Hast du etwas gebastelt?
Sehr gut. Ach, bestimmt. Keine Sorge. Freue mich ja immer über selbstgemachte Sachen. Ah, guck mal, Lux, du hast die Gans gestohlen, ne? Schaue ich mir dann nach dem Stream mal an. Ah, hier ist dann auch, glaube ich, noch die Mine. Und zwei Scavenger. Ah, und ich glaube, langsam ist es auch Nacht für die Nachtwanderung. Können wir dann ja auch nochmal machen. Ja, kannst mal gucken, ob und wie das funktioniert. Ansonsten gibt es ja noch Sachen wie Dropbox und Co. So, die können da auch mal weg. Ach so, ich könnte vielleicht da durchlaufen. Da drin rumort was, schauen wir uns später mal an. Und dann wahrscheinlich da oben rauskommen. Ach, guck mal, Skelette. Hatten wir die schon hier? Ich glaube noch nicht. Also, noch keins, gegen das wir gekämpft haben. Weg. Da ist es hin, das Skelett. Die Viecher gibt es wirklich überall. Meine Güte, es sind ja richtig viele Skelette hier. So viel dann, wir gehen mal gerade nur schnell die Quest hier abgeben. Das zieht sich ja noch hier ziemlich. Danke. Hey! Könnt ihr mal nicht was zerlegen, mein Freund? Alter. Ihr habt doch hier kein Leben mehr. Gut. Das hier soll eine Mine sein? Lächerlich. Lass doch mal die Mine hier. Guck mal, und diese Ratte auch. Die ist jetzt vor Scham schon gestorben. Riecht so, als würde er hier schon länger liegen. Armes Schwein. Ah ja, okay, den haben wir dann auch noch. Verbolzen mit Notiz. Schade, da kommen wir nicht ganz ran. Hatten wir nicht noch irgendwas, was das hier pusht? Schlösser knacken. Nee, da schon mal nicht. Ups. Da. Mit dem Schurkenring. So, und dann ist das Ding schon offen. Wie schön. Ja, sieht gut aus. Aber ich glaube, nicht so wirklich nützlich für uns. Ah, noch mehr Skelette. Ja gut, dann räumen wir erst eine Mine aus.
Wie gesagt, das ist halt das, was man kann sich hier ganz schnell verlieren in den Quests oder in dem Rumgelaufe. Und da ist es halt relativ schwer, ein bisschen Struktur zu behalten. Von daher, wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich nur rüberlaufen und die Mission abgeben. Und jetzt habe ich halt hier wieder eine ganze Menge Zeug da. Aber mir ist es halt auch bewusst. Und von daher versuche ich, so Sachen halt auch zu vermeiden, wenn es geht.